Wir haben keine Zeit zu warten. Wir machen weiter. Okay, hier ist wieder so ein blödes Ding. Dann machen wir das nochmal einmal kurz so. Das wieder runter. Oh, oh, was hier? Oh, der hat einen Ultra beschworen. Frech. So. Okay, wir speichern einmal und dann geht's da mal drauf. Wir könnten den allerdings versuchen, in die Tanks zu locken. Ja, lieber, glaube ich, ein paar mehr Medics. Wie viele Overseer, die hier ankommen? Wo geht's denn hier weiter? Hier so hoch? Das ist ein komischer Boden, der macht mir Angst. Nee. Hört mir nicht. Nur zu! Ich bin sowas von dabei! Nee, nicht ihr! Bin ich gespannt. Gleich Probleme kriegen. Ja. Das darf also nicht passieren. Das habe ich mir gedacht. Wir sollten diese Viecher jetzt mal eben töten, weil die uns jetzt nichts mehr bringen, wenn wir sie unter Kontrolle haben. Und die Chance einfach zu hoch ist, dass wir da einfach mal verkacken. Und ich glaube, dass das eigentlich hier zählen muss und dass es das nicht tut. Okay. Plus 3er Attack. Noch 3er Defense. Hier ist jetzt getötet, ja. Sehr gut. Speichern wir jetzt nochmal. Sehr gut. Johns Job, wobei wir eigentlich gerade keine Möglichkeit mehr da haben. Nee, nicht unsere schönen Tanks. Tactical Apocalypse Dings braucht leider noch ziemlich lang. Und wir müssen uns auch ein paar Tanks gönnen. Was haben wir noch? Ist in Ordnung. Also wir könnten halt ein bisschen was losschicken. Dann versuchen das zu dodgen, aber das ist natürlich anstrengend. Anstrengender als einfach gleich geclockt mit der Apocalypse hier drauf zu gehen. Oh, wir verlieren aber gerade ziemlich viel Energie, weil ich dumm war und das nicht ausgestellt habe. Dann hätte ich währenddessen wenigstens angreifen sollen. Das war nicht so schlau von mir.
Aber das seid ihr gewohnt. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tja, das war jetzt nicht so schlau von mir. Nee. Falscher Hotkey. Schlechte Neuigkeiten? Ich bin schon unterwegs. Ups. So, wir generieren mal ein paar Hitpoints. Wir brauchen 25, um uns zu cloaken und dann 1 pro Sekunde. Wir können halt auch einfach sagen, greifen jetzt von mehreren Seiten an und gucken, was passiert. Noch mal weg. Das soll auch mal ziehen. Aufgedankt und einsatzbereit! Einsteigen? Worauf soll ich ballern, Sir? Wir machen das jetzt einfach mal. Roger! Ich kümmere mich drum. Geht da raus! Hat geklappt. Aber es kann nicht sein, dass wir hier noch viel vor uns haben. Es ist nicht möglich, dass wir 5 Tower noch zerstören müssen. Meiner Meinung nach. Aber vielleicht schon. Das war nämlich der erste von 5. Und solche Dinge haben wir bisher noch nicht gesehen. Das waren schon andere Dinge. Vielleicht haben wir hier auch einen verpasst. Ich glaube ja. Sieht nur so aus. So, wie liegt es so leer? Wieder irgendwas. Oh nein! Hier ist so ein Ding. Das habe ich gar nicht gesehen. Gut, warten wir dann mal eben eine Armee ab. Den hatten wir zerstört. Hier geht es jetzt dann quasi in zwei Richtungen leider, ne? Ein bisschen problematisch. Ob wir jetzt gleich einmal rechts können. Und hier links. Ah, hier ist schon wieder irgendwie was. Schon gut. Das ist Unmut. Weil wir die jetzt quasi haben entkommen lassen. Und kein Gas-Income mehr, aber wir haben gleich sowieso kein Income, wenn ich das richtig sehe. Ich hätte es sogar mit den Truppen einzeln halten können. So, wie gesagt, so viel haben wir nicht mehr. Möchte ich erst, dass hier noch einmal komplett abräumen soll. Es kommt darauf an, wie viel hier steht. Aber ich habe die Vermutung, dass das hier nicht ganz so viel ist. Ja. Die Vermutung ist korrekt. Haben wir noch irgendwo was vergessen? Kannst du mich hören? Kerrigan, mein Name ist John.
John Rayner, Sohn von James Rayner. Ich muss mit dir sprechen. Lass uns weitermachen. Sie kann mich nicht immer noch ignorieren. Oder für immer ignorieren. Hier geht's aber nirgendwo weiter, oder? Nee. Der Doktor ist da. Und wie ich das sehe, müssen wir hier ganz normal weitermachen. Wir haben jetzt gleich das Problem, wie gesagt, dass wir keine Minerals mehr haben. Also, so langsam aber sicher nähern wir uns unserer finalen Armee. Das heißt, wir dürfen jetzt hier gleich nicht alles verlieren gegen diesen Tower da. So. Wo ist das denn? Kann ich leider nicht ran so. Haben wir keine Fliegedinge mehr? Es kann losgehen. Das habe ich gehört. Bin gleich da. Ich weiß gar nicht, ob das so sinnvoll war, das, was ich da gemacht habe. So, wir bauen jetzt keine Depots mehr und ich baue jetzt erstmal sowieso gar nichts. Wir sparen jetzt einfach mal. Mineralienfeld erschöpft. Mineralienfeld erschöpft. Ja, sollte eigentlich reichen. Mit der Energie, die wir noch haben. Die ist hier auszuschalten. Und boom. Gehen wir jetzt wieder mit allen hier hin. Also ein bisschen was könnten wir uns eigentlich halt schon noch erlauben, wieder zu bauen, ne? War irgendwo ein roter Punkt. Da. Oh. Oh. Nein. Ich höre. Unbedingt. Ich hoffe, das ist in Range. Wir warten nur auf Sie. Auf dem Weg. Alles bestens. Ist es. Wir können uns mal. Oh. Klasse. Gar nicht mehr so viel stimmen. Eigentlich können wir das auch. Ich ignoriere jetzt, dass wir keine Minutes mehr haben und baue einfach trotzdem weiter ein. Wahrscheinlich kommt jetzt nochmal so ein Ding. Das ist ganz schön schlauchförmig hier. Das ist definitiv nochmal so ein Ding. Können es aber einfach auch ignorieren. Vielleicht ist das. Oh! Hat er sich schon wieder gekloppt? Sollst du eigentlich nicht tun. So, hier links gleich bestimmt noch ein Tower, weil dann haben wir 5. Das wäre so die Liste, mit der ich rechnen würde jetzt. Aber erstmal kommen wir wieder unsere Ressourcen. Ob wir hier einfach so hinkommen. Okay. Dann hier nochmal gucken, ob da was ist. Hier ist einfach eine Armee. Oh nein. Their danger? I should.
So. Offensichtlich haben wir hier zu starke Probleme. Du kommst hier offensichtlich nicht so durch, wie wir uns das wünschen würden. Könnten wir übrigens schon Distance machen. Und das können wir mit WWF sowieso gar nicht anfangen. Vielleicht auch mehr Skills von John nutzen eigentlich. Ich glaube, das wäre angebracht. Alter, wie lange dieses Command Center braucht. Kommst du hier schon rüber? Wenn jetzt ein bisschen abkürzen? Steht, aber sollte eigentlich eher wenig problematisch sein, hoffe ich. So, jetzt ist Spawner weg. Also, unser Command Center danced lieber ab, als dass es den Weg weiterfliegt. Also ich glaube nicht, dass wir hier nochmal vernünftig meinen werden. Aber brauchen wir vielleicht auch nicht. So, diese Mission hat es auf jeden Fall wieder mal ein bisschen mehr. Das gefällt mir. So hätte ich mir die anderen auch gewünscht. Es war zwar prinzipiell auch recht linear, aber es war ein bisschen herausfordernder. Und wir mussten hier einfach nur warten. Was meinst du, wie hat es funktioniert? Es hat funktioniert. Kannst du es nicht spüren? Ihr Idioten, ihr hättet hier nicht herkommen sollen. Diese Tower zu zerstören war sehr gefährlich. John, ich weiß, warum du hier bist, aber endlich! Wer bist du? Kannst du das nicht, du kannst das nicht sehen, oder? Ich habe mich lange darauf vorbereitet. Nachdem ich mit dir fertig bin, Kerrigan, wird mir nichts mehr im Weg stehen. Du wirst mich niemals besiegen. Oh nein, wir sind zu spät. Wir müssen Kerrigan helfen. Wir können den Replicant nicht gewinnen lassen. Zumindest am Ende. Kinder, ich habe euch weggeschlossen an einen sicheren Ort, von dem ich nicht mehr weiß, wo er ist. Ich spüre, dass ihr alle wissen wollt, wer ich bin und wie das alles passiert ist. Ich werde euch damit erleuchten, bevor ich euch ins Leere schicke oder in die ewigen Jagdgründe, whatever. Ja, erleuchte uns doch mal. Das werden wir wohl in der nächsten Mission erst erfahren. Ja, diese Mission hat mir wieder deutlich besser gefallen, muss ich sagen. Ich hoffe euch auch und ich hoffe euch hat es gefallen. Ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf den Folgen klicken und rechts ausprobieren für mich und für den schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.